Servus Leute, wir sind wieder zurück bei Elden Ring. Mögen jetzt zwar ein Killet gerade sein, aber da gehen wir mal schnell wieder von weg. Das Level ist noch viel zu krass für uns. Aber wir haben noch etwas übersehen. Und zwar woanders hier. Höhle des Wissens. Ich glaube, Höhle des Wissens war das. Denn, wenn man sich erinnert, sobald man aus dem Tutorial-Bereich, sag ich jetzt mal, rauskommt, gibt es ja noch eine, ja, das ist natürlich belastend. Kriegt man da... Ah, ne, erster Schritt war das. Da ist dann noch gleich zu unserer Rechten eine versiegelte Wand. Verdammte Scheiße. Scheiße. Ich drücke aber auch immer die falschen Tasten, ey. Man muss nämlich hier einmal runterfahren und dann müsste gleich zu unserer Linken eine versiegelte Wand sein. Aber davor müssen wir dann noch einmal... zur Gnade, die da unten ist. Ich frag mich, die habe ich doch eigentlich aktiviert, oder nicht? Ja, die habe ich aktiviert. Friedhof der Gestrandeten. Ach, war das denn doch die? Ja, die Runen reichen sowieso nicht aus. Und hier muss man zwei Schwertschlüssel hineinsetzen und wir haben nicht genug. Habe ich überhaupt... ein Schwertschlüssel im Inventar. Das ist natürlich jetzt die Frage, weil sonst müssen wir zwei kaufen. Und das kann schon mal teuer werden. Ich glaube, ich habe nicht einen einzigen. Na wunderbar, aber wir haben genug Runenfragmente oder so, um die da zu kaufen. Sofern die überhaupt noch anbieten. Sonst müssen wir dann ja wieder von Händler zu Händler. Ah ja, bist ja auch wieder da. Guten Tag. You again. I thought you'd receive a summons to the round table. Nefeli Lu. We met at Stormvale. I'm glad to see you here. I have something for you. I found it in Godric's grafting grounds. You defeated him. You should have it. Make good use of it. I don't intend to make a habit of scavenging corpses. Arsenal-Talisman. Kann man da mehr Waffen tragen? Ja. Erhöht maximales Ausrüstungsgewicht. Ja, ist halt 3,9. Aber da gibt's bessere. Talismaner bis jetzt. Ah, yes. I wonder if you've met my foster father. He's in his study. The room Ensure's guarding just over there. If you haven't already, I advise you introduce yourself. Father is leader of the round table. I'm sure talking to him will be worth your while. Ja, aber sagst du noch was? It's about time I headed off. I'll see you again, warrior, should the fates deign it. Ja, noch mehr sagst du nicht, ne? Nee. See you again. Alles klar. Siehst du, die Dialoge hätte ich durch diesen Zufall jetzt überhaupt nicht gefunden. Patches hat keine mehr. Doch eins. Den anderen Steinschwertschlüssel müssen wir dann von den anderen Idioten erkaufen. Dürften 6 reichen für 5000? Ja. Sogar noch zu viel. Mir ist auch eben gerade, als ich nochmal in den Inventar von den beiden geguckt habe, du sagst ja nichts, dass ich die ganzen Händler ja noch gar nicht umgebracht habe hier. Das war alles im privaten Run. Ah, bonjour, hello. You've received the wisdom of the two fingers, have you not? Then I bid you welcome. As a true member of the Round Table,
I am known as Gideon Ofnir. As a tarnished who wishes to stand before the Elven Ring and become Elven Lord, I am accumulating knowledge to be all-knowing. You now belong to a select group of fellows. As such, I ask that you remain constant. Mhm. Konntest, hast du nicht noch mehr gesagt? You'll be after more great runes now, eh? Then as your fellow, allow me to divulge a little knowledge. The inheritors of the great runes, the shard bearers. We of the round table know the location of five of them, including the one you defeated. Godric the Grafted, Lord of Stormvale. General Radahn, who fought Melania and her rot to a standstill in the Caelid Wilds. Praetor Rykard, Lord of the Volcano Manor of Mount Gelmir. Morgoth, the Grace Given, Veiled Monarch and Lord of Laemdel. And Rinala, Queen of the Full Moon, ruler of Rhea Lucaria's Academy. You'll still be after more great runes, won't you? Ja, genau, und hier können wir dann noch ein bisschen darüber reden. Oder er sagt uns das bitte. Noch ein Beispiel über Godric. So, Godric the Grafted, Lord of Stormvale. Despite being the blood of Godfrey, first Elden Lord, he's a grotesque old fool grasping for power. His castle lies upon the cliff to Limgrave's northwest, but I suspect you know that well enough already. In der Tat. Ja, okay. Nur eine Zeile über General Radahn. Über den Kampf freue ich mich tatsächlich, auch wenn der relativ schwer ist. Aber es gibt eine gewisse Mechanik, wo man den mit, ohne dass man gegen den überhaupt kämpfen muss, besiegen kann. Und natürlich will ich das versuchen und ich werde so hart lachen, wenn das klappt. Is a ferocious warrior. He fought Melania and her rot to a standstill in the Caelid Wilds to Limgrave's east. And now Caelid has been engulfed by the Scarlet Rot. Even approaching the region is no mean feat. I've heard survivors of Radahn's army are still in the wilds, staving off the rot with fire. And if it's true, I suspect Radahn is still there as well, in Caelid. Though, I doubt he much resembles his former self anymore. Mhm. Noch mehr hast du nichts zu sagen, oder? Nee. Dann geht's mal weiter mit Rykard. Rykard is the Lord of the Volcano Manor on Mount Gelmir. He is a ruthless justiciar who commands a company of inquisitors, reviled for his serpentine demeanor. The volcano, Mount Gelmir, lies in the west of the Altus Plateau. The realm of the Erd Tree. It was the stage of the most appalling battle in the entirety of the Shattering. Rykard has committed the grave sin of blasphemy, marking himself as an enemy never to be forgiven. Mark it. Morgoth the Grace Given is Lord of Laemdel, the capital city. It lies at the foot of the Erd Tree, in the east of the Altus Plateau. But the two fingers forbid us from venturing there until we've acquired enough great runes to repair the Elden Ring. Set your sights elsewhere for the time being. The Veiled Monarch can wait. Ja, das wird relativ schnell passieren, wenn man drei oder zwei große Runen hat. Ich meine, Rinala ist, glaube ich, von den Bossen die einfachste tatsächlich. Und vor der habe ich eigentlich am wenigsten Angst. Rykard und Morgott, das sind die beiden, die ich nicht kenne. The Academy of Rhea Lucaria lies to Limgrave's north, towering over the mist-laden lands of Liurnia. Rinala is queen of the Carian royals, who govern the Academy. But Rinala herself is no demigod. Her beloved Radagon left her to become Queen Marika's second husband, taking the title of King Consort. The Great Rune dwells within the Amber Egg that was Radagon's gift to her. Und dann noch Nephili, die
Deine Tochter, die draußen sitzt, ne? I understand you've been speaking to my daughter. Ah. I took her in when she lost the guidance of grace. So I'm here, axe-wielding barbarian. Her youthful credulity suited my purposes. So I put her to work. Do not hesitate to employ her. Should her services benefit you? Despite her looks, she is more than capable in the press of battle. Ja, das kennen wir schon. Dann verabschieden wir uns mal hier. Aber auch einfach so ein bisschen randalieren, während er gerade mit einem so spricht. Ich wollte eigentlich rüberspringen. Deswegen habe ich auch eine Sprechszene übersprungen, weil ich aus Versehen auf A gekommen bin. Naja. Roderica dürfte doch jetzt allerdings... Stimmt, Dialos, du hast nichts Neues zu sagen, aber die... Ah. Hello again. You haven't gone to see Garank yet, have you? Nein, bist du nicht. No rush. You do as you please. Just as long as he doesn't starve to death, eh? Go to Garank only if you feel the time is right. Killing those who live in death and weeding their death root is a path not to be trod without ample resolve. Ah, Grunk war der Typ, der, wo wir die Todwurzeln hinbringen sollen. Ja gut, das können wir natürlich auch noch gleich machen. Aber ich wollte dann hier auch noch bei Roderica vorbeigucken. Das stimmt, dass der beten würde? Das wird, glaube ich, auch getriggert dadurch, dass man Godric besiegt. You is it? I didn't notice you there. I'll be doing my job, same as ever. Just lay out your arms. Ja, nee, ich möchte ein bisschen über dein Gebet reden. Ich meine, bist ja nicht gerade der religiöseste von uns hier. Ich glaube, da ist, Nephili, oder was weiß ich, Roderica, glaube ich, noch ein bisschen döller dran. Oder der Prophet. Den darf man natürlich auch nicht vergessen. Those words were not meant for you. I may be prisoner to you, tarnished lot. My prayers are mine. And mine alone. Well, I've had my say. I'll be more careful too. Aha. Und über Roderica, was hast du zu ihr zu sagen? Sitzt ja da ganz alleine. I spoke with the girl. She has a gift for spirit tuning. So I told her everything I know. I'm indebted to a spirit tuner I met long ago. It was all I could do to honor her. I'm sorry I doubted you. Geistereinstimmerer, Alter. Das ist auch sowas, das sich irgendwie im Deutschen nicht geil anhört. Roderica, du hast ja jetzt Arbeit gefunden hier für uns. Sei froh, der zukünftige Eldenlord spricht mit dir. Good to see you again. Thank you very much. I have you to thank, don't I? For persuading Master Hugh. I can happily announce that he has taught me the noble toil of spirit tuning. I'm as yet unsure of what I might be able to accomplish, but if I might be able to help you all, I'd certainly like to try. And if there's any chance to ease the suffering of my dear men who were grafted, well, I certainly must try. Roderica, the Spirit Tune Apprentice. Pleased to make your acquaintance. Wohl an, wohl an. Verbesser doch mal